4. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es schneit von Gustav Falke. Der erste Schnee, weich und dicht, die ersten wirbelnden Flocken. Die Kinder drängen ihr Gesicht ans Fenster und frohlocken. Da wird nun das letzte bisschen grün, leise, leise begraben. Aber die jungen Wangen glühen, sie wollen den Winter haben. Schlittenfahrt und Schellenklang und Schneebälle um die Ohren. Kinderglück, wo bist du? Lang, lang verschneit und erfroren. Fallen die Flocken weich und dicht, stehen wir wohl erschrocken. Aber die Kleinen begreifen's nicht, glänzen vor Glück und frohlocken. Ende von Es schneit. Gelesen von Elli, September 2013.